Leute, willkommen zu einem neuen Update. Es ist Juli und der Juli-Termin war vorgestern. Und die ganze Behandlung hat begonnen vor 2 Jahren im Juli. Also 2 Jahre bin ich jetzt dabei. Und seitdem hat sich eine ganze Menge getan. Vor 2 Jahren, da bin ich dann auch gerade mit meinen Zwillingen schwanger geworden. Und bei diesem Termin jetzt habe ich die Zwillinge das erste Mal nicht mehr mitgenommen. Viel tut sich. Bei dem Termin jetzt wurden auch nur wieder diese Gummis, wie ich sie nenne, also eigentlich sind es ja Ketten. Aber die sind ja so kurz, weil die nur zwei Zähne miteinander verbinden, deswegen sage ich dazu einfach Gummis. Aber was sind eigentlich Ketten? Jedenfalls diese Gummis, die vom Sechser zum Fünfer gehen, um den Sechser ranzuziehen, oben im Oberkiefer auf beiden Seiten. Das ist ja jetzt schon seit 3, 4 Wochen, Monaten Programm, die letzten Zähne von hinten nach vorne zu holen. Und die Lücken sind schon ziemlich klein. Zungenspitze geht auf der einen Seite noch ein bisschen rein, ja, auf der anderen Seite auch. Aber ja, so langsam geht das. Interessanterweise, wenn ich früh aufwache, sind die Lücken viel kleiner als später dann am Tag. Das habe ich ihm erzählt, da hat er auch keine Erklärung dafür gehabt, warum das so ist. Aber es wird. Kann euch ja mal zeigen, wie es jetzt aussieht. Ja. Da ist die Lücke noch. Sehr klein. Vorher hat mein ganzer Finger reingepasst. Die Lücke muss noch zugehen. Ja, das war alles, was gemacht wurde. Und mein Sohn hat jetzt ja auch seit Juli ja zwei Agas hintereinander, also herausnehmbare gehabt, weil er ziemlich viel Platz nach vorne brauchte. Haben wir zweimal diese herausnehmbare Aga bei ihm gehabt und er hat jetzt bei dem Termin Lingualbögen gekriegt, oben und unten, also diesen da. Ja, und das hat auch oben gekriegt, so wie ich es auch mal hatte, damit der Kiefer noch ein bisschen weiter wird, weil der ist bei ihm nämlich ziemlich eng und deswegen passt die Zunge noch nicht so richtig gut da rein. Da hat er jetzt also diese herausnehmbare Aga los und muss jetzt, sich jetzt die Tage dran gewöhnen, diesen Bogen zu haben und die Zähne sind erstmal empfindlich und so, aber heute war schon wieder besser. Da geht es also auch endlich voran und ich freue mich, dass es bei ihm jetzt der nächste Schritt begonnen hat. Bei mir war es ja so, dass diese letzten Zähne, die jetzt nach vorne kommen, dass die am Anfang halt hinten standen, der Unterkiefer aber schon nach vorne gekommen ist. Und ich dadurch, da habe ich ja keinen Weisheitszahn mehr, aber da habe ich noch den Weisheitszahn da oben. Und der Weisheitszahn stand so weit hinten mit dem Unterkiefer, der weiter vorne ist, dass ich meinen Mund nur noch so weit aufmachen konnte. So, also ich konnte noch nicht mal kaum eine Banane reinkriegen, dann hat das schon da hinten wehgetan. Und jetzt hat das diese 4 Monate gedauert, die hinteren Zähne so weit nach vorne zu ziehen, dass ich jetzt den Mund auch wieder weit aufmachen kann. Aber das hat echt eine Weile gedauert. Aber die sind ganz schön weit nach vorne gekommen jetzt. Wie gesagt, vorher konnte ich meinen Finger da in die Lücke stecken. Und jetzt ist es aber nur noch eine kleine Lücke, wo ich die Zungenspitze reinkriege. Und die sind also schön nach vorne gekommen und ich kriege meinen Mund auch wieder auf. Soweit ich kann. Und der Bonus ist, dass mein Unterkiefer jetzt gerade öffnet. Vorher hat mein Unterkiefer immer noch so eine Zackellinie gemacht. Also vielleicht hat ihm das gut getan, dass ich da eine Weile nicht so richtig bewegen konnte. Auf jeden Fall öffnet der jetzt gerade. Vorher war das so eine Zickzacklinie, die der immer beschrieben hat. Also nicht ganz immer, aber oft. Und das war auch nicht ganz komplett weg. Aber jetzt öffnet der Kiefer gerade. Bin begeistert. Ja. Sonst, ich kann schon wieder recht gut kauen. Aber ich habe, wenn ich die Zähne so, also den Biss schließe, habe ich trotzdem nur hier vorne Kontakt. Wenn ich kauen will auf den Backenzähnen, dann muss ich. Ich weiß auch nicht, wie ich das mache. Also ich kriege Kontakt hin, aber da muss ich den Unterkiefer irgendwie weiter nach hinten ziehen noch, glaube ich. Naja, das meiste Essen kann ich wieder bewältigen. Was noch nicht geht, sind so Sachen mit Schale, Tomate, da mache ich die Schale ab oder Apfelschale. Also
Aber Fleisch, das geht eigentlich gut. Und also ich bin nicht mehr so eingeschränkt, wie ich lange Strecken während dieser Behandlung war. Und das ist auch super, weil dann ist der Leidensdruck nicht so groß und dann kann ich das auch noch ein bisschen aushalten, ob das jetzt noch einen Monat dauert oder noch drei oder. Genau, er hatte ja angepeilt, so spätestens Oktober bin ich fertig. Oh, ich weiß es nicht. Also dadurch, dass es halt bis jetzt nur hier vorne Kontakt ist, ich weiß nicht, wie dann, ob die Zähne von alleine wieder oder ob man da noch was machen muss, dass die alle zusammenkommen. Aber ich bin sehr zufrieden, wie es momentan funktioniert. Ab und zu habe ich halt, also ich hatte meine Migräne-Episode jetzt. Ich glaube, weil ich irgendwo da hinten. Irgendwie weiß ich auch nicht, wie ich das gemacht habe, draufgebissen habe. Aber eigentlich geht das auch schnell wieder vorbei. Also das ist nicht so, dass das jetzt so sich auswächst bis zum nächsten Morgen mit einem Kater und so. Das ist überhaupt nicht mehr. Aber ich hatte halt Kopfschmerzen vor Spannung. Also wenn ich dolle Stress habe, dann kann das mal schon wieder kommen. Auch so die Angewohnheit, bestimmte Muskeln dann so anzuspannen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so im Körpergedächtnis oder so drin ist. Ich will das nicht. Also mein Unterkiefer kann aber dann schön entspannen eigentlich und geht also dann auch schnell wieder weg. Aber ich hatte mal wieder sowas. Nur zur Vollständigkeit. Insgesamt bin ich sehr zufrieden, auch wenn manchmal sowas noch passiert. Es ist längst nicht mehr so krass, wie das früher war. Es ist halt so ein bisschen kommt manchmal so das. Aber also meine Kaumuskeln sind auch schön entspannt. Also ganz kleinen Ticken so fühle ich, wenn ich es doll drauf drücke. Aber es ist so minimal. Also das lässt sich auch ganz leicht weich massieren. Also überhaupt nicht so diese verhärteten Stränge, die ich ja vorher hatte, so vom vielen Pressen. Das ist überhaupt nicht mehr. Also ich bin sehr zufrieden. Danke, danke, Herr Smith. Ja, wir haben uns ganz gut zusammengerauft. Tschüss, Leute.